Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden in der Irak-Frage erneut auf die Probe gestellt. US-Verteidigungsminister Rumsfeld, der vor 2 Wochen Deutschland und Frankreich als Problem und so wörtlich altes Europa bezeichnet hatte, kritisierte nun mit scharfen Worten die Haltung der Bundesregierung, der eine Beteiligung an einem Militärschlag weiter ausschließt. Rumsfeld bemängelte eine fehlende Unterstützung aus Deutschland mit einem sehr ungewöhnlichen Vergleich. Vor dem Kongress sagte er, es gebe einige Länder, die den amerikanischen Kurs unterstützten. Dann gebe es Staaten, die beim Wiederaufbau nach der Ära Saddam helfen wollten. Dann fügte er wörtlich hinzu, es gibt 3 oder 4 Länder, die gesagt haben, sie würden gar nichts tun. Ich glaube, Libyen, Kuba und Deutschland sind diejenigen, die in keiner Weise helfen wollen. Die Äußerungen von Rumsfeld wurden in Berlin mit Unverständnis aufgenommen. Unterschiedliche Lesarten gab es heute auch für den Irak-Bericht von US-Außenminister Paul. Die Bundesregierung begrüßte die Ausführungen Pauls. Diese habe die Rolle des Sicherheitsrates anerkannt und gestärkt. Die dargelegten Informationen müssten nun aber von den Inspektoren im Irak überprüft werden. Der Bundeskanzler verbrachte den Tag mit Aktenlektüre und Informationsgesprächen. Kein Wort zum Paul-Bericht und auch kein Wort zu Rumsfelds jüngster Deutschland-Attacke. Wie so oft lieferte ein Fax die regierungsamtliche Sprachregelung. Deutschland fordere die Überprüfung der Beweise durch die Inspektoren und wolle sich weiter für eine friedliche Lösung einsetzen. Für die Bundesregierung fasste der Koordinator für die deutsch-amerikanischen Beziehungen das Befremden über Rumsfelds Nationenaufzählung in knappe Worte. Die Gemeinsamkeit der Ziele, Interessen und Werte ist da. Und ich empfehle dringend rhetorische Abrüstung auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Opposition schwankt in ihrem Ärger über die falsche Regierungspolitik und die wenig freundschaftliche Rhetorik vom amerikanischen Bündnispartner. Was Rumsfeld gesagt hat, wird der deutschen Rolle international so nicht gerecht. Bei aller Kritik, die man äußern muss, denn wir leisten viel in Afghanistan, auch auf dem Balkan. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Kuba oder mit Libyen. In München beginnt morgen die Sicherheitskonferenz. Auch Rumsfeld wird erwartet. Die Grünen suchten, den Ball flach zu halten und setzen auf Fischers Friedenskurs und Dialog. Wer Kritik übt, muss auch Dialog führen. Wir führen Kritik, aber wir wollen nicht über die Schlagzeilen das Verhältnis bestimmen, sondern jetzt auf der Sicherheitskonferenz in München die Gelegenheit zum Gespräch suchen. Und auch der Außenminister suchte am Rande seines Besuches in Rom die Sache runterzuspielen. Er sehe nicht, dass die Äußerungen Rumsfelds die Haltung der US-Regierung sei. Nach dem alten Europa hat Rumsfeld ein zweites Mal verbal zugeschlagen und der amerikanische Botschafter hat halbwegs beschwichtigt. Der Verteidigungsminister spreche nicht für ganz Amerika, das sei allein die Sache des Präsidenten. In der Irak-Frage hat die NATO erneut keine Entscheidung über Hilfen für die US-Armee getroffen. Generalsekretär Robertson sagte nach einer Sondersitzung des NATO-Rates, Deutschland, Frankreich und Belgien bekämen eine weitere Bedenkzeit. Wenn bis zum kommenden Montag kein Bündnispartner Widerspruch einlege, könne die NATO mit ihren militärischen Planungen beginnen. Keine Frage, laut Robertson war nicht amüsiert, denn hinter den Kulissen ist offener Streit ausgebrochen. Deutschland, Frankreich und Belgien blockieren die Entscheidung über einen NATO-Einsatz. Das Argument, ein falsches Signal, solange die Inspekteure im Irak sind. There has been a disagreement. Es gibt Unstimmigkeit darüber, wann wir mit der Planung beginnen, nicht aber in der Substanz, dass wir planen müssen. Bis Montag 12 Uhr hat der Generalsekretär jetzt eine Schweigefrist verhängt. Wenn bis dahin keine der 19 Regierungen widerspricht, beginnt die NATO mit ihrer militärischen Planung. Und darum geht's. Das fliegende Frühwarnsystem AWACS und Patriot Luftabwehrraketen zum Schutz der Türkei. Besonders brisant für die Bundesregierung. Ihr droht die Zerreißprobe, sollte der Bundestag darüber entscheiden müssen. Nachdem das türkische Parlament heute grünes Licht für den Ausbau seiner Luftwaffenstützpunkte für US-Militär gegeben hat, verstärken die Amerikaner jetzt auch den Druck auf die NATO. Hier im Hauptquartier wendet sich die Stimmung zunehmend gegen Deutschland. Der Vorwurf, Berlin blockiert. Die Bundesregierung hat jetzt übers Wochenende Zeit, Farbe zu bekennen.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen eine mutmaßliche islamistische Terrorgruppe in Nordrhein-Westfalen. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, dass es im vergangenen Jahr Pläne für Anschläge unter anderem auf eine US-Einrichtung in Frankfurt am Main gegeben habe. Hier in Münster wurde heute das Islamische Zentrum durchsucht. Auch in Minden suchten Polizisten nach Beweismaterial. Drei Männer werden vernommen. Einer von ihnen steht im Verdacht, die Attentäter des 11. September unterstützt zu haben. Nordkorea hat den USA mit Krieg gedroht, sollte Washington im Atomstreit einen Überraschungsangriff starten. Zuvor hatte Nordkorea angekündigt, seine Atomanlagen wieder anzufahren. Die USA werfen dem Land vor, im Rahmen des Atomprogramms waffentaugliches Plutonium zu produzieren. Auf die Drohung Nordkoreas reagierte die US-Regierung zurückhaltend. Der Streit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften um ein neues Bündnis für Arbeit hat sich verschärft. DGB-Chef Sommer wies einen Vorstoß von Arbeitgeberpräsident Hund strikt zurück. Hund hatte eine Ausbildungsplatzgarantie angeboten und im Gegenzug Zugeständnisse in der Tarifpolitik und beim Kündigungsschutz gefordert. Bundeswirtschaftsminister Clement hält trotz des Streits an einem Bündnistreffen fest. Der Arbeitgeberpräsident bemühte einen Vergleich aus der Fußballersprache. Sein Pakt für Wachstum, Beschäftigung und Ausbildung sei ein öffnender Pass in die Zukunft, das Mittel zur Krisenbewältigung. Sein Angebot? Die Arbeitgeber werden für jeden ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen eine Lehrstelle anbieten und dazu das Angebot an Lehrstellen erhöhen. Dafür fordert Hund allerdings Gegenleistungen. Lockerung des Kündigungsschutzes, Löhne und Gehälter unter dem Produktivitätszuwachs, Tariföffnungsklauseln. Ein Gesamtpaket nicht verhandelbar. Die Gewerkschaften reagierten prompt. Die Arbeitgeber hätten auch schon ihre früheren Ausbildungsplatzzusagen nicht eingehalten. Hunds Vorschläge seien eine einzige Provokation. Wir lassen nicht zu, dass Schulabgänger, die einen Ausbildungsplatz suchen, zu Geiseln genommen werden, um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen umfassenden Sozialabbau abzupressen. Für die Gewerkschaften habe deshalb auch eine Neuauflage des Bündnisses für Arbeit zurzeit keinen Sinn, sagte Sommer. Man bleibe aber weiter gesprächsbereit. Auf diese Gesprächsbereitschaft setzt weiter die Bundesregierung, und zwar auf die von beiden Seiten. Die Zuspitzung jetzt erschwert die Gespräche natürlich. Aber die Bundesregierung, und ich werde das im Auftrag des Bundeskanzlers weiterhin tun, bemüht sich weiterhin, die Beteiligten zusammenzubringen und zu gemeinsamen Lösungen zu führen. Den Streit müsse jetzt der Kanzler schlichten, sagen Gewerkschaften und Arbeitgeber. Der Ball liege sozusagen im Spielfeld der Politik. Bundessozialministerin Schmidt hat heute Eckpunkte ihrer geplanten Gesundheitsreform vorgestellt. Darin spricht sie sich unter anderem dafür aus, ein Zentrum zur Qualitätssicherung ins Leben zu rufen. Zusammen mit den Vorschlägen der Rürup-Kommission will Schmidt ihre Reformpläne im Mai zu einem Gesamtkonzept verschmelzen. Die Union will vor Verhandlungen erst den abschließenden Gesetzentwurf abwarten. Die Rürup-Kommission soll ganz angetan gewesen sein, als Ulla Schmidt ihre Eckpunkte vorgestellt hat. Der Vorsitzende spricht von mutigen Vorschlägen und ist nun gar nicht mehr verstimmt, dass diese Punkte unter Zeitdruck in sein Reformwerk eingebaut werden sollen. Die hohe Arbeitslosenzahl sei ein schlagendes Argument. Deswegen ist die Kommission der Ansicht, dass sie bereit und willens ist, eben ihre Arbeit zu intensivieren und zu beschleunigen. Und wir werden uns bemühen, unsere Ergebnisse verzahnt mit den weiterlaufenden Arbeiten im Ministerium bis Mai vorzulegen. Zum Inhalt: Versandapotheken und Apothekenketten sollen zugelassen werden. Die Kassenchipkarte wird zur Gesundheitskarte erweitert. Patientenquittungen sollen Kosten durchschaubar machen. Ziel ist mehr Wettbewerb. Die Eckpunkte sind noch nicht scharf geschliffen, wohl um besser mit der Opposition zusammenarbeiten zu können. Wir sind jederzeit zu allem bereit, entweder vorher zu diskutieren oder erst, wenn der Gesetzentwurf da ist. Das zeichnet uns aus, dass wir sehr flexibel sind. Etwas anderes bleibt ja auch nicht übrig, denn im Bundesrat hat die Union das Sagen. Ohne sie gibt es keine Gesundheitsreform.
Bundesregierung und Opposition stehen sich in der Steuerpolitik weiter unversöhnlich gegenüber. Finanzminister Eichel will an seinem Gesetzentwurf zum Abbau von Steuervergünstigungen festhalten. Er forderte die Union erneut auf, eigene Vorschläge auf den Tisch zu legen. In Berlin sind am Abend Spitzenpolitiker von CDU und CSU zusammengekommen, um über die Finanzkrise zu beraten. Große Erwartungen sind an das Strategietreffen der Unionsspitze geknüpft. In der hessischen Landesvertretung trifft man sich zur Stunde, um die Weichen für den Oppositionskurs zu stellen. Klar ist, die Steuergesetze des Finanzministers lehnt die Unionsführung bis auf kleine Ausnahmen ab. Gespannt ist man im Regierungslager, denn auch unionsgeführte Länder brauchen Geld. 3,6 Milliarden Euro bringen die Steuergesetze des Finanzministers für Bund und Länderkassen. Hans Eichel will nun wissen, welche Alternativen die Union hat. Ich kenne Ablehnungen, aber das reicht nicht. Die Union hat zwei Wahlen noch gewonnen. Sie hat im Bundesrat die Mehrheit. Mit anderen Worten, sie hat genauso viel Verantwortung wie die Mehrheit im Bundestag, wie wir also. Details gab es keine, aber mit einem gemeinsamen Sparprogramm will der bayerische Ministerpräsident auch finanzschwache Unionskandidaten gegen Steuererhöhungen ins Boot holen. Ich bin für ein Konzept, wie wir die Wirtschaft in Aufschwung bekommen. Das ist das Entscheidende. Denn zum Sparen haben wir alle kein Geld mehr. In diesem Sinne dämpft auch die CDU-Chefin die Erwartungen. Nicht die Opposition sei am Zug, Vorschläge zu machen, sondern die Regierung müsse sagen, was sie wolle. Im Übrigen ist die strukturelle Schwäche der Länder die, dass es kein Wachstum gibt. Und deshalb ist unser einheitliches Ziel, das Wachstum anzukurbeln. Und dass es das nicht gibt in Deutschland, das hat einen Namen und der heißt Bundesregierung. Die Opposition will den Ball im Regierungslager halten. Sie will nicht den schwarzen Peter bekommen, indem sie als erste konkrete Sparvorschläge auf den Tisch legt. In Österreich stehen die Zeichen auf Schwarz-Grün. Kanzler Schüssel von der ÖVP und Grünen-Chef van der Bellen kündigten Koalitionsverhandlungen an. Bis Ende des Monats soll eine Regierung stehen. Damit hat Schüssel nach dem umstrittenen Bündnis mit der rechtspopulistischen FPÖ das Ruder herumgeworfen. Er sprach heute von einer völlig neuen Herausforderung. In Berlin hat Kulturministerin Weiß die 53. internationalen Filmfestspiele eröffnet. Unter dem Motto Toleranz üben sind bis zum 15. Februar mehr als 300 Filme zu sehen. 22 davon stehen im Wettbewerb um die goldenen und silbernen Bären. Wenn alle angekündigten Stars tatsächlich kommen, wird es diesmal endlich einen Rekord geben. Wie schon in den Vorjahren, die Amerikaner ganz vorne im Wettbewerb mit 5 Produktionen. Je 3 kommen aus Frankreich und Deutschland, unter anderem. Das wird hier als Fortschritt gesehen. Chicago, der Eröffnungsfilm außer Konkurrenz. Eine Leinwandfassung des bekannten Musicals mit prominenter Besetzung. Richard Gere, Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger in der Halb- und Unterwelt. Gleich als Doppelpack, Regie und Hauptrolle George Clooney als verkappter CIA-Agent, der hauptberuflich beim Fernsehen arbeitet. Retrospektive Friedrich Wilhelm Murnau, eine Hommage an Anouk Aimée, die Panoramareihe mit Weltkino aktuell und auffallend vielen Dokumentationen. Plus Talentcampus für Jungfilmer und das Forum des jungen Films, Schwerpunkt Asien, hier eine Milieustudie aus Hongkong. Die DDR lebt weiter auf Weltniveau. Mit 59 Filmen insgesamt ist Deutschland diesmal sehr gut besetzt. Hier hat jemand den Mauerfall im Koma verschlafen, mit unübersehbaren Folgen. Ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also... Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck... Die Columbia-Katastrophe ist nach Ansicht der NASA offenbar doch nicht auf einen Schaden beim Start zurückzuführen. Das abgerissene Schaumstoffstück sei zu leicht gewesen, um den Hitzeschild der Raumfähre schwer zu beschädigen, erklärte ein NASA-Sprecher. Ingenieure versuchen jetzt, die Flugdaten der letzten 32 Sekunden wiederherzustellen. Auch die Trümmerteile sollen weiteren Aufschluss geben. Heftiger Schneefall und Eisglätte haben in weiten Teilen Deutschlands zu einem Verkehrschaos mit insgesamt über 500 Unfällen geführt. 2 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. Auf vielen Autobahnen staute sich, wie hier bei Stuttgart, kilometerlang der Verkehr. Probleme auch auf dem Münchner Flughafen. Mehr als 100 Flüge wurden gestrichen. Bei der Bahn kam es aufgrund von Lawinengefahr in den Alpen zu zahlreichen Verspätungen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. Februar.